für ein toller Tag. Heute mache ich was mit meiner lieben Coco. Und ich bin schon so aufgeregt, dass ich sie heute bekomme. Ich muss jetzt erstmal aus dem Hänger holen. Hä, wo ist denn der Hänger? Da ist gar nirgends ein Hänger. Komisch. Hast du dieses Gewitter? Ich hab voll Angst. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Hey, warte auf mich. Hast du angefangen? Ja, Papa, habe ich. Diesmal kommst du mir nicht. Ich glaube, das Gewitter lässt langsam nach. Wir sollten langsam weitergehen. Die Käuferin wartet schon. Ich will sie aber nicht verkaufen. Sie ist so lieb. Tja, was läuft jetzt anders übrig? Du willst sie unbedingt. Du bist ja angeblich zu klein für sie. Bin ich gar nicht. Es ist zu spät. Du wolltest ein Pferd, jetzt hast du bald ein Pferd. Aber es tut mir leid. Wir können sie jetzt noch nicht mehr wieder abgeben. Nein, bitte nicht. Doch, wir müssen jetzt gehen. Komm mit. Oh Mann, Coco. Ich weiß, sie mögen uns beide nicht sonderlich. Aber ich will ein eigenes Pferd haben. Oder nur ein Pony. Wieso versteht das mein Vater nicht? Na komm. Ja, das ist sie. Das ist ja perfekt. Vielen, vielen Dank. Nicht zu danken. Immerhin bezahlst du einen sehr großen Preis. Ach was, meine Eltern können sich viel mehr leisten als das. Für sie ist das sozusagen für ihn, für euch zum Beispiel 1 Euro oder 2. Ernsthaft jetzt? Ja, sie sind Millionäre. Aber okay, also, kann ich jetzt das Pferd haben? Ja, klar. Los, gib es ihr. Ja, mache ich. Zahlen es deine Eltern? Ich habe das Geld schon dabei. Ach so, wirklich? Ja, bitteschön. Ja, warte, ich hol's noch schnell ab. Danke. Sei doch nicht toll. Du hast wirklich gar kein Mitleid mit mir und du willst mir das Pferd nicht wieder zurückgeben? Na ja, eigentlich nicht. Nein. Ich bleib lieber hier und bewache dich. Na komm mit, Coco. Jetzt lernst du dein neues Zuhause kennen. Hab keine Angst. Es ist ganz schön dort. Du vertraust mir doch jetzt schon. Du bist eine ganz liebe Stute. Na komm. Sina? Ja. Es gibt da was ich dir sagen muss. Dass Mama in Wirklichkeit nicht tot ist? Nein, sie ist tot. Wieso glaubst du daran so fest, dass sie nicht tot ist? Ich sag doch dir die Wahrheit. Es kann sich ja immer ändern. Was ist auch? Auf jeden Fall, wir ziehen um. Was? Wohin denn? In der Nähe, dort, wo du Coco abgegeben hast. Ach, wieso denn das jetzt? Es tut mir leid. Wieso? Wieso tust du mir das an? Wir haben wieder mehr Geld, aber das Zimmer, was du und deine Schwester sich teilen müssen, ist zu klein. Es reicht. Das Wichtigste, wir haben Geld für ein Pferd. Nein, wir haben kein Geld für ein Pferd. Wenn schon dein Pony, aber du willst ja keine Ponys mehr. Doch, ich will Coco wieder haben. Es tut mir leid, aber Coco kriegst du nicht wieder. Sie hat mir einen sehr guten Preis gezahlt. Diesen Preis kriege ich nie wieder. Dir geht's ja nur ums Geld. Dies Geld, das. Kann es mal was anderes außer Geld sein? Ich bin echt enttäuscht von dir. Ist mega gemein. Also pack schon mal deine Koffer und deine Sachen. Ernsthaft? Weiß ihr schon davon? Ja, das weiß sie.
Wieso nennst du mich so? Du weißt, das ist mein echter Name. Ja, aber das klingt so eher wie für eine Katze. Und es erinnert dich an Mama. Wenn du mich noch einmal so nennst, wie du mich gerade eben genannt hast, dann spreche ich nie wieder mit dir. Na schön, Kitty. Danke. Also, Mia weiß davon. Ja, sie weiß davon. Aber sie zieht zu deiner Tante. Und ich? Naja, zuerst sagst du, das ist nur deshalb, dass wir uns ein Zimmer teilen und es zu klein ist. Du wolltest doch schon immer einen Hund haben. Da haben wir die Möglichkeit dafür. Wir leben in einem ganz großen Haus, nicht so wie in dieser Wohnung. Aber ich will nicht hier weg. Komm schon, das wird toll. Wir ziehen wieder aufs Land, so wie ich früher mal gelebt habe. Dort. Es wird sehr gut. Auf jeden Fall, pack schon mal deine Sachen. Wir ziehen in 2 Tagen weg. In 2 Tagen? Alle meine Freunde. Mein Reiterhof. Meine Pferde. 2 Tage später. hallo? Oh, hallo. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, wir sind vor kurzem hergezogen. Das war vor gerade eben, also. Und sie hat darauf bestanden, dass wir hier mal anrufen. Oh Mann, die Pferde hier sind manche etwas komisch. Tut mir leid. Bring Jack hier weg. Du weißt, dass er austretet nach 9. Und dann auch mich dabei umtretet. Okay, okay. Es tut mir leid für den Hengst, Valach, aber er ist etwas komisch, seitdem er einen Valach hast. Achso. Okay, also. Ja? Sie ist neu hergezogen. Und ich wollte neu reiten anfangen, also hier auf diesem Hof. Gut. Ich hätte da gleich eine Einzelstunde. Kannst du schon reiten? Ja, ich reite schon, seitdem ich 2 bin. Drei meine ich. Also bei 2 hatte sie das erste Mal Kontakt. Achso. Also ich bin Katie, ich bin 13 und ich darf schon ein bisschen Leutenunterricht machen, solange mein Vater halt nicht da ist. Okay. Ich möchte dich aber trotzdem nach Einzelstunde, in der Einzelstunde sehen. Und ich schreibe dich noch schnell mal ein. Hier an der schwarzen Tafel schreibe ich dann immer die Zeiten. So, du kannst, heute ist ein 2 geworden, habe ich gerade gesehen. Du kannst nämlich auch dann heute einsetzen. Hatte sie auch jetzt Zeit? Ja, natürlich hatte sie jetzt Zeit. Gut, wie lange dauert so eine Stunde? 30 Minuten. Okay, ich hole sie dann aus 30 Minuten wieder ab. Tschüss. Tschüss. Okay, Mia hilft dir dann. Okay.